Die Nummer 11 im Doppelpass hier vorbei am Nickers. Jetzt achtet mal auf den Meti, der humpelt da schon. Der Schuss kommt, Meti hält ihn und bleibt liegen. Er ist verletzt, Freunde. Meti ist verletzt, das habe ich auch noch nicht oft gesehen. Wir schauen nochmal eine Wiederholung drauf. Ich glaube, hier beim Sidestep hat sie in der Wade gerissen. Ich kenne das ja. Ich glaube, es ist ein Muskelfaser, das so wie er auch sagt. Ja, und dann hält er sich noch auf den Beinen, springt jetzt zu diesem Ball, bleibt aber dann liegen. Ja, und dann ist er verletzt, ja. Was geht ab, Freunde? Meti am Start. Herzlich willkommen zum nächsten Video hier auf PMTV. Und heute ist es für mich ganz besonders, denn ich bin das erste Mal wieder auf dem Fußballplatz. Und ich nehme euch natürlich mit, Freunde. Es ist arschkalt, es ist aber scheißegal. Vom Arzt her habe ich gesagt bekommen, dass ich 3 Monate Pause machen soll. Das ist jetzt über 3 Monate her. Und ich habe Bock. Ich habe Bock, Freunde. Und viele von euch haben danach gefragt. Vielen Dank für den Support, vielen Dank für die ganzen Genesungswünsche. Und ich werde heute eine Trainingseinheit alleine machen. Für einen Torwart natürlich ganz schwer, aber ich werde euch zeigen, wie das zu bewerkstelligen ist. Ich hoffe, das Video gefällt euch. Lasst einen Daumen hoch da, falls ihr weitere Trainingsvideos sehen wollt. Und im gleichen Zuge habe ich endlich die Gelegenheit, meinen neuen U-Sport-Handschuh zu testen, Freunde. Das ist der Next-Level-Handschuh. Ich habe mega Bock drauf. Design mega geil. Hier ist es ein bisschen dunkler diesmal. Ist sowas wie ein Farbupdate, aber ich habe mega Bock darauf. Let's go. Was ich vergessen habe, Freunde, dieses Video wird auch eine Art Vlog, weil ich habe angefangen vor ungefähr 5 oder 6 Wochen meine Ernährung umzustellen, habe schon über 3 cm am Bauch verloren und bin ziemlich stolz darauf. Und ich werde euch da auf Instagram immer mitnehmen. Ob ihr das hier auf YouTube sehen wollt, könnt ihr jetzt mal in die Kommentare schreiben, irgendwie, ob ihr Bock drauf habt, ein Hashtag oder sonst was, Fitness mit Meti, keine Ahnung. Ich bin jetzt dabei, mich warm zu machen. Weiter geht's. Ausgiebig warm machen. Dann gehen wir in die ersten Übungen. Let's go. So, Freunde, ich werde jetzt reinkommen mit den ersten Pässen nach meiner Verletzung. Und allein ist das natürlich ein bisschen doof. Ich habe Gott sei Dank einen Replay-Ball. Was das genau ist, seht ihr jetzt. Deswegen legen wir jetzt los. Hoffen, dass alles gut geht. That you tried to appease, they can only take advantage if it's what you allow. So you're gonna need to fight, and you better start now. I'll say stand up or die on your knees. Beat down by the ones that you tried to appease. They only take advantage if it's what you allow. So you're gonna need to fight, and you better start now. You better stand up. It's time. You better stand up. Stand up. Stand up. Nach dem ersten Bodenkontakt geht es jetzt weiter. Ich werde jetzt versuchen, die Bälle mir selber zu schießen. Ob das funktioniert? Keine Ahnung. Wir schauen jetzt mal. Let's go. Ihr könnt ja mal schreiben, wie oft ihr das schafft. Let's go.
Gute Einheit, Freunde, gute Einheit. Jetzt geht's nach Hause, ins Warme, duschen und dann habe ich auch schon den nächsten Termin. Let's go. So, Freunde, wieder zu Hause, aber es sind ein paar Tage vergangen. Man sieht es vielleicht an meinem Bartschnitt, den habe ich ein bisschen kürzer gemacht. Und ja, ich muss rückblickend sagen, die erste Einheit auf dem Platz war ein Erfolg. Ich konnte nicht so viel aufnehmen, wie ich es wollte. Ihr habt vielleicht gesehen, ich habe ein bisschen mehr aufgebaut gehabt. Die Technik hat leider nicht mitgespielt. Hoffentlich beim nächsten Mal mehr. Ihr entscheidet, ob ihr mehr davon seht oder nicht. Wenn ihr Bock darauf habt, lasst es mich wissen, lasst es uns wissen. Mache ich auch was mit Patrick zusammen. Wie gesagt, ich konnte tatsächlich schon was an meinem Körper machen. Es sind, ich glaube schon, na, ich müsste nochmal nachgucken, 3, noch was. Geht an die 4 cm ran, am Bauch weniger. Freut mich sehr. Und dann zeigen wir euch auch ein bisschen mehr vielleicht in Richtung Fitness. Wir wollen natürlich nicht nur jetzt Fitness machen, das wäre vielleicht übertrieben. Aber vielleicht können wir den einen oder anderen auch motivieren da draußen. Auf Instagram habe ich schon so viele Nachrichten bekommen. Es ist unglaublich, Freunde. Packt es an, wenn ihr was erreichen wollt. Setzt euch Ziele und arbeitet dafür hart Tag für Tag. Und das war meine erste Einheit. Wenn ihr das Video seht, bin ich schon bei der nächsten. Da gehen wir nämlich in Cage Soccer mit ein paar Jungs. Und kicken, das seht ihr dann auf Instagram. Vielleicht filmen wir auch was, ich weiß es nicht, das ist noch nicht geplant. Nur eine Idee im Kopf. Ihr könnt auf Instagram auf jeden Fall mehr sehen. Und ja, das war meine erste Einheit mit den neuen U-Sport Next Level Handschuhen. Ich trage ja immer einen Innennahtschnitt, wie ihr es sehen könnt. Ich muss die Handschuhe auch noch sauber machen. Und ja, mega geil. Ich finde das Design mega fresh. Ihr könnt mal schreiben, wie ihr die Handschuhe vom Design her findet. Ihr wisst ja, U-Sport sind meine Handschuhpartner. Richtig geile Handschuhe haben die ja nochmal rausgebracht. Feiere ich extrem. Farbdesign sehr auffällig. Rot, orange, genau mein Ding. Finde ich cool. Deswegen, in dem Sinne, war es das Video und ihr entscheidet wirklich, wie viel wir davon euch zeigen. Kommt jede Woche ein Video dazu, alle 2 Wochen, so wie ihr wollt. Denn wir haben ja jetzt Winterpause und versuchen natürlich euch immer mehr oder genauso die Videos zu bringen wie vorher. Nur wir haben momentan keine Spiele. Aber es kommen natürlich noch andere Sachen, Freunde. Dadurch, dass ich jetzt wieder Fußball spielen kann, ja, das ist auch endlich wieder Zeit. Ich habe so Bock drauf, Freunde. Deswegen lasst ein Like da, schreibt einen Kommentar. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Haut rein, macht's gut und ciao.